Hallo und herzlich willkommen zu Fußball im Westen und anschließend zu Sportlich unterwegs. Da sind wir dann in Düsseldorf auf dem Eis. Eisig ist es hier auch in Bielefeld, aber dafür können sich die Fans ja warm anziehen. Müssen sie im Grunde genommen auch, denn Arminia ist ja nicht gerade glänzend gestartet ins Fußballjahr 2012. Im Gegenteil, mit einer saftigen Niederlage am vergangenen Samstag in Aalen. Die kann man eigentlich schnell vergessen, denn noch ist der Abstand zu den Abstiegsplätzen komfortabel 6 Punkte. Heute sollte dann aber dringend mal wieder ein Heimsieg her gegen den Liga-Neuling aus Darmstadt. Und vielleicht kommt da für einen der wichtigsten Männer in der Mannschaft der Arminia, nämlich für Johannes Rahn, eine Ehrung, einerseits ein bisschen spät, aber vielleicht als Motivationshilfe genau zum richtigen Zeitpunkt, Thorsten Winkler. Ja, die nachträgliche Ehrung zum Spieler des Monats November für Johannes Rahn, die Bestätigung für seine starken Leistungen vor der Winterpause mit 8 Treffern. Bester Torschütze der Arminia, die er mit 10 Punkten aus den letzten 4 Heimspielen eine ordentliche Bilanz im eigenen Stadion aufweisen kann. Bielefeld in Blau-Weiß, in Blau-Schwarz mit 2 Änderungen zu letzter Woche. Für Argement und Schütz, heute Hille und Burmeister in der Startelf. Darmstadt mit der ersten Offensivaktion der Partie, Foulspiel von Hübener an Brigage, Freistoß für die Lilien aus einer gefährlichen Entfernung. Benjamin Bayer wird schießen und Ortega muss sich strecken. Klasse gehalten vom Bielefelder Schlussmann Stefan Ortega. Gute Viertelstunde war gespielt. Eckball für die Gäste, wiedergetreten von Wölk. Stegmann an die Latte. Capillas, Ortega nochmal gerettet. Die Arminia unter Dauerbeschuss. Kann sich nicht befreien. Wölk. Und wieder Ortega. Und dann darf Stegmann noch mal. Aber dann war der Spuk beendet. Horrorszenen in der Bielefelder Abwehr. Die Defensive der Arminia ohne Kontrolle. Erst der Querbalken und dann rettet Riemer auf der Linie. 3 Minuten später. Freistoß Darmstadt. Auch Sache von Wölk. Stegmann und wieder zeigt Ortega, was er kann. Stefan Ortega, 19 Jahre erst alt. Ein Mann mit Zukunft. Halbe Stunde gespielt, Zeit für Bielefeld, selbst mal die Initiative zu ergreifen. Hille, Doppelpass mit Klos, Fabian Klos und dann Krück, einen Schritt zu spät. Na also, auch die Darmstädter Defensivabteilung unter Druck gesetzt mit Problemen. Die Ecke, Czatkowski und der Ball kommt zu Klos. 1-0, die Arminian-Führung durch den Tennisfan Fabian Klos. Bielefelder Glückseligkeit genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber wieder wackelte die Darmstädter Hintermannschaft gewaltig. Von Gäbler bekommt Klos den Ball direkt vor den Fuß. 34 Minuten gespielt. Fabian Klos mit Saisontor Nummer 7. Gefeiert mit einer perfekten Imitation von Rafael Nadal. 1-0 Pausenführung für das Team von Stefan Krämer. Und auch nach dem Wechsel die Bielefelder sofort sehr präsent. Czatkowski. Klasse Zuspiel auf Klos. Zimmermann noch dran, aber der Ball im Tor. 2-0, ein perfekter Start in die zweite Hälfte. Doppelpack von Fabian Klos nach diesem perfekten Zuspiel von Marc Czatkowski. Ja, die Gastgeber jetzt mit klarer Dominanz im Mittelfeld. Krück. Und Czatkowski, nächste gute Möglichkeit. Der Tabellen 17. bestimmte hier jetzt eindeutig das Geschehen auf dem Rasen. Freistoß Bielefeld. Czatkowski täuscht an. Und dann der eingewechselte Heidhölzer. Und Rahn ist da, Johannes Rahn mit dem 3-0. Da macht er ihn seinen 9. Saisontreffer. Ja, es passte jetzt alles zusammen bei der Arminia. Nach einer schönen Freistoßvariante Johannes Rahn mit einem lehrbuchmäßigen Kopfball. 3-0. Knapp 10 Minuten. Nochmal die Darmstädter. Der eingewechselte Zimmermann und er findet die Lücke. Der Anschlusstreffer für die Gäste. Ja, konsequente Abwehrarbeit sieht anders aus. Preston Zimmermann mit dem 3-1. 5 Minuten später, Freistoß Darmstadt.
Stegmann, Ortega und dann fällt Islamoglu gegen Riemer. Und Schiedsrichter Ratay pfiff Strafstoß. Die Wiederholung, harte Entscheidung. Riemer dazwischen in den Schussversuch von Islamoglu. Die Entscheidung stand. Elfmeter. Stegmann gegen Ortega. Und der Bielefelder Keeper hält, aber die Szene noch nicht bereinigt. Heil. Und es steht nur noch 3:2. Torschütze Oliver Heil. Was für eine dramatische Schlussphase. Die Partie eigentlich schon gelaufen. Die Arminia dann aber zu nachlässig plötzlich nochmal in Gefahr. Aber das war es. Es blieb beim 3:2. Die Punkte bleiben auf der Almdach eines Doppelpacks, eines Tennis-Fachmanns. Sind Sie Rafael Nadal-Fan oder was war das? Ja, wir haben vorgestern mit der Mannschaft zusammen in der Kabine das Halbfinale geguckt. Nadal gegen Federer. Und da war ich einer der wenigen, die für Nadal waren. Hat einen schweren Stand und da habe ich Felix Burmeister gesagt, wenn ich heute ein Tor mache, dann machen wir den Jubel von Nadal. Ein am Ende dramatisches 3:2 würde Rafael Nadal morgen als 5-Satz-Sieg über Novak Djokovic wohl auch gut gefallen. Ein Zittersieg im wahrsten Sinne des Wortes für die Arminia. Rot-Weiß Oberhausen kann im